Auch Jason und ich arbeiten jetzt seit, ich würde mal sagen, über einem halben Jahr zusammen. Wir sind, Ja. ja, Jason stand eines Tages bei mir in Frankfurt im Büro, meinte, du machst auch Cannabis-Clubs, ich auch. Und seitdem tauschen wir uns sehr viel darüber aus. Meine Mandanten arbeiten mit ihm zusammen und umgekehrt. Und genau, deswegen haben wir auch heute gesagt, wir machen das Panel zu zweit, weil wir uns da sehr gut ergänzen in unserer Arbeit. Ich würde zunächst gerne beginnen und ein bisschen was über die Planung von so einem Cannabis-Club oder Social Club. Das ist so eine Frage, wie nennt man das Ganze jetzt durch den Gesetz oder durch das Gesetz? Was braucht man, um einen Club zu planen? Das ist natürlich wieder ein riesiges Thema. Was ich, um das Ganze mal ein bisschen einzuschrumpfen auf so ein paar wichtige Sachen sagen würde, ist Flexibilität. Also wenn man einen Club gründet in einem Rechtsgebiet, das gerade erst eröffnet wurde, wo es noch gar keine Rechtsprechung zu gibt und ein Gesetz, das nicht nur abstrakt ist, sondern wahnsinnig unpräzise und in meinen Augen juristisch-handwerklich total beschissen. Wir gehen so ein bisschen mit der Machete durch den Dschungel, sage ich immer. Also wenn ich jetzt eine GmbH gründen möchte und Schuhe verkaufen, dann finde ich alle Informationen dazu im Internet. Ich weiß, wie ich das mache. Das ist wie Kickdown auf der Autobahn geradeaus. So, wir gehen mit der Machete durch den Dschungel. Wir sehen, da hinten ist tief schwarz, da gehen wir nicht hin. Da hinten kommt vielleicht ein bisschen Licht durch die Blätter, da hauen wir uns mal durch. Aber es kann auch sein, dass das ja, der falsche Weg war und wir wieder umdrehen müssen. Und das muss man bei der Planung schon berücksichtigen. Wir kommen später auch dann nochmal ein bisschen zu den Fallstricken. Da werden wir auch so ein bisschen darauf eingehen, was da bei der Planung eben besonders problematisch ist. Jason wird da gerade ein bisschen was zum Baurecht sagen. Es gibt einfach so ein paar Punkte, die noch nicht geklärt sind, die aber sehr richtungsweisend sind für Cannabis-Clubs. Jetzt mal als ein Beispiel genannt die Beteiligung der Mitglieder am Anbau. Wir wissen noch nicht, wie das interpretiert wird. Es kann Rechtsprechung dazu geben, die sagt, pauschal 50% aller Mitglieder mindestens müssen in meinem Anbau tätig sein. Kann ich das dann mit meinem Konzept, das ich ursprünglich mir gedacht habe, das auf irgendeine andere Eventualität ausgerichtet ist, geht das dann noch? Das ist so diese Flexibilität, die in meinen Augen wichtig ist. Das größte Problem, was ich immer sehe, ist, wenn von der Immobilie angeplant wird. Aber das ist dann für die Fallstricke, ne? Ja, gehen wir auf jeden Fall gleich noch drauf ein. Genau, aber auch Gebäudesicherheit zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen zum einen eben die planerische Flexibilität, zum anderen auch die finanzielle. Und da muss man vor allem weg von diesem Schwarzmarkt denken, sage ich mal. Also bisher, wenn ich eine Cannabis-Plantage aufbauen wollte, habe ich ein Gebäude gebraucht, Mietvertrag, was auch immer. Ich musste die Plantage reinbauen und dann habe ich Strom- und Wasserkosten so. Da kommt dann nicht irgendwann mal eine Baubehörde und macht mir eine Auflage und sagt, hier jetzt bitte eine Brandschutztür rein, die ein paar tausend Euro kosten kann. Oder mal ein komplettes Konzept neu machen. Oder eine Umnutzung, die ein paar Monate dauern kann, wieder ein paar tausend Euro kostet. Lauter solche Sachen. Da muss man auf jeden Fall flexibel bleiben und genau sich eben auf solche Eventualitäten vorbereiten, weil ansonsten kann man immer ganz schnell an einen Punkt kommen, wo man sagt, okay, so wie unser Konzept gedacht war, ist es nicht umsetzbar und dann hat man aber oftmals sich auch schon Wege abgeschnitten, wie man das wieder umändert. Deswegen zur Planung, wenn man es wirklich ganz basic halten will, einfach Flexibilität ist notwendig, weil es gibt noch keine einzige Anbauvereinigung in Deutschland. Es gibt sehr viele Absichtserklärungen, sehr viele Vereine, die das gerne werden wollen, aber wir haben noch nicht eine einzige Anbaulizenz in Deutschland. Das heißt, es gibt keinen, der weiß, wie es geht. Das heißt, es ist ein Learning by Doing für uns alle. Wie gesagt, wir können so ein bisschen sehen, da wird's, so wird es garantiert nicht gehen, so wird es wahrscheinlich gehen, aber so ein sicher ist eigentlich nie so richtig da. Ich sag mal so, der sichere Club, der interessiert die meisten nicht. Das ist dann der ideelle Club, bei dem am Ende des Tages aber halt trotzdem wieder ein, zwei, drei Personen das ganze Finanzielle übernehmen, ohne dafür einen Return zu bekommen. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht die große Zukunft drin. Was ich vielleicht noch kurz dazu sagen würde, ist, dass man wirklich gucken muss, dass man einfach nicht stur ist bei so einer Sache. Ich denke, Johannes und ich zusammen, wir haben wahrscheinlich mit den meisten CSCs gesprochen, die es, also nicht mit allen, die es jetzt gibt, aber wahrscheinlich so in Deutschland gesehen, haben wir wahrscheinlich schon mit den meisten gesprochen, so von den Leuten, die in dem Bereich arbeiten. Und man sieht immer wieder, dass die Leute zum Beispiel einen Verein gegründet haben, den auf eine Art und Weise gegründet haben, was vielleicht einfach nicht gut war, wo in dem Moment noch gar nicht das ganze Gesetz im Raum stand, ne, also auf alten Fakten basierend. Und die wollen sich aber auch nicht mehr
ändern. Ne? Das ist eine Sturheit, die ist an der Stelle einfach nicht angebracht. Und das gibt es in vielen Sachen, dass die Leute sagen, es muss die eigene Immobilie sein, es muss dies sein, wir wollen es unbedingt so machen, wir wollen unbedingt dies machen. Und das, damit legt man sich selber Steine in den Weg und das ist sowieso schon schwierig genug alles. Also warum selber noch Steine hinlegen? Das macht keinen Sinn. Genau, das Thema Immobilie ist da ein sehr gutes Stichwort. Also ich habe vor einem Jahr und zwei Monaten ungefähr angefangen, Cannabis-Clubs zu beraten, seit das Gesetz eben geleakt ist und wir das Ganze uns Learning by Doing mäßig selber beigebracht haben. Und die Vereine, die jetzt gescheitert sind, sage ich mal, die jetzt auch sagen, so das Thema ist durch, waren oft welche, die von der Immobilie angeplant haben. Also die haben gesehen, okay, Cannabis-Gesetz kommt raus, wir können einen Club gründen und ich habe da noch diese Immobilie. Wenn das so losging, also ich habe da sehr viele Anrufe bekommen, die gehen immer los, ich habe da eine Immobilie, da muss man immer ganz massiv bremsen, weil zum Beispiel noch gar nicht fix klar ist, wie wird so eine Cannabisplantage baurechtlich überhaupt eingeordnet. Wenn ich jetzt ein Wohnhaus in einem Wohngebiet habe und ich möchte dort eine Cannabisplantage reinsetzen, meine Baubehörde sieht das Ganze als gewerbliche Produktionsstätte, dann ist das unmöglich. So. Wenn wirklich der Businessplan und so weiter darauf ausgelegt wird, dass wir diese eigene Immobilie nutzen, dann können wir das Projekt in dem Moment begraben. Und da sind dann zumindest schon immer sehr viele Stunden Arbeit, teilweise auch Geld in Beratung und so weiter geflossen. Und von daher, genau, man muss so ein bisschen flexibel planen und vor allem so von dem Club aus starten. Wir haben uns vorher jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen darüber unterhalten. Ich habe tatsächlich auch Mandanten, da ist der Club noch nicht mal in Gründung und die sind auf Immobiliensuche und dann hat man theoretisch einen Zuschlag und dann fragt man sich, wer mietet denn jetzt die Immobilie eigentlich? Der Club, eine Vermietungsgesellschaft, die ja auch wieder ein paar Wochen bis Monate im Aufbau braucht. Also man muss das so ein bisschen Stöckchen auf Hölzchen machen. Erstmal den Club gründen, ein paar Mitstreiter finden, dann kann man sich überlegen, wie finanzieren wir die Immobilie und dann irgendwann auf die Immobiliensuche gehen. Genau. Das macht ja auch vom Risikomanagement richtig Sinn. Der Verein ist im Prinzip das Günstigste an diesem Ganzen. Das heißt, es macht total Sinn, mit dem Verein zu starten. Plus die Eintragung ins Registergericht, die nimmt ja auch ein bisschen Zeit weg. Dann kommt vielleicht nochmal eine Nachfrage. Das heißt, man muss auch nochmal dann aktiv werden. Im schlimmsten Fall hat man noch mehr Mitglieder reingeholt. Das heißt, die Änderung der Satzung, im schlimmsten Fall noch im Zweck, müssen alle Mitglieder nochmal zusammenkommen. Es macht auf jeden Fall Sinn, erstmal den Verein in trockenen Tüchern zu haben. Und das aber auch schon im Hinblick auf ein Genehmigungsverfahren, dass man also wirklich überlegt, was braucht der Verein, um eine Genehmigung zu bekommen und natürlich speziell in der Satzung. Und von da an, also insbesondere wenn man dann beim Notar war, dann kann man ja weitergehen. Erstens kann man dann halt auch Mitglieder suchen und theoretisch auch anfangen, so eine Art Crowdfunding oder sowas innerhalb des Clubs zu starten, aber man hat dann sowieso Zeit. Das heißt, man kann sich die ganzen anderen Punkte, die auf den Antragslisten im Prinzip stehen, und die sind ja unterschiedlich. Also ich habe jetzt aus Schleswig-Holstein welche gesehen, aus Baden-Württemberg welche gesehen, Niedersachsen, glaube ich, hatte auch eins rausgebracht. Und da gibt es ja auch große Unterschiede. Das heißt, es macht auch noch Sinn, je nachdem, wo man jetzt gründet, sich das mal genau anzugucken, damit man auch weiß, was man vorbereiten muss. Und ich empfehle den Leuten auch immer, schreibt euch da mal Zeiten dran für den Verein, fürs Führungszeugnis. Es dauert ja alles. Das sind alles Punkte, die unterschiedlich lange dauern und dementsprechend halt irgendwie in die Timeline reinpassen müssen. Wenn ich nämlich die Sachen, die Zeit brauchen, irgendwie am Ende mache, dann verliere ich da wieder viel, was ich vorher hätte rausholen können. Und so eine Immobiliensuche, klar, die muss jetzt auch irgendwo da sein für den Antrag. Ich hatte gestern noch ein Gespräch deswegen, da hat mich jemand gefragt, ja, ich kann ja erstmal mit einer Immobilie starten für den Antrag und dann kann ich ja hinterher mich noch umentscheiden. Und das geht zum Beispiel nicht, weil die Immobilie ist Bestandteil des Antrags. Das ist also wirklich so, der Antrag wird im Prinzip auf insbesondere zwei Sachen vergeben. Und das ist der Verein und die Immobilie. Ohne das eine oder ohne das andere geht es halt nicht. Es macht halt total Sinn, den Verein zu haben, die Immobilie zu suchen und dann sich erstmal auch mit dem Vermieter einig zu werden. So eine Immobiliensuche ist gar nicht so einfach. Wir haben bei uns in der Projektmanagement-Software mittlerweile hunderte von Immobilien und davon sind gar nicht so viele geeignet. Da gibt es einmal die Abstandsregeln, wo ich auch nur jedem raten kann, die streng zu kalkulieren. Also nicht einfach, ja, könnte passen. Das ist halt ein Punkt, den kann man hinterher nicht wieder gut machen. Also wenn die Abstandsregel nicht passt, dann passt die nicht. Und das wird die Behörde dann im Zweifel auch nicht sagen, ja komm, der eine Meter, was soll's, machen wir trotzdem. Also
Deswegen, das sind so Punkte, da kann man sich dann mit beschäftigen, wenn der Verein gegründet ist. Und dann insbesondere auf das eigene Bundesland gucken und überlegen, was brauche ich noch alles? Gesundheitsschutzkonzept, Jugendschutzkonzept, Sicherheitskonzept, das sind Sachen, die braucht sowieso jeder. Aber ich habe jetzt schon Sachen gelesen wie Vernichtungskonzept, Transportkonzept. Das sind alles Sachen, da muss man mal drüber nachdenken. Da stand zum Beispiel auch ein Rückrufkonzept in einer von den Antragstellen. Da habe ich mir sogar noch keine Gedanken drüber gemacht. Also da habe ich auch gedacht, Rückrufkonzept, okay, interessant. Macht vielleicht Sinn, aber ist schon schwierig zu handeln. Ne? Also bei den Mitgliedern, wenn das Cannabis erstmal raus ist, das dann wieder zurückzubekommen, ist jetzt nicht einfach. Ne? Und bei den Konzepten muss man halt wirklich überlegen, man schreibt die ja nicht für sich, man arbeitet die nicht für sich aus, man arbeitet die für eine Behörde aus. Und da empfehle ich immer nur, dass man die mitnimmt, ja? Dass man die von Anfang an mitnimmt, dass man das so erklärt, dass das jemand auf der anderen Seite des Schreibtisches verstehen kann, der überhaupt keine Ahnung von Cannabis hat. Ja, dass man dem wirklich zeigt, so, was ist denn überhaupt diese ominöse Plantage oder diese ominöse Anbauvereinigung. Der eine wird denken, das ist ein Komplex wie dieser hier, der komplett voll mit Cannabispflanzen steht, und der andere wird denken, hier in dem Raum steht ein Zelt und das war's. Ja, das heißt, man muss die Leute abholen, mitnehmen, und was ich auch gelernt habe und auch allen immer wieder sage, ist, keine offenen Fragen stellen. Also am besten gar nicht irgendwie mit einem Blatt Papier irgendwo hingehen und fragen, ja, wie mache ich es denn? Was ist denn die Nutzung? Was darf ich denn? Das Problem ist, da kann man nur schlechte Antworten kriegen, weil im Moment keine Ahnung hat davon. Das heißt, im Idealfall geht man mit einem eigenen Konzept hin, hat eine Argumentationskette, die stringent ausgearbeitet ist, und legt die dann vor und zeigt dann, wie man es machen will, und wird vielleicht sogar dann derjenige, der irgendwie für diese Behörde so eine Art Muster ist. Wo die Behörde sagt, pass auf, oh, das hört sich aber sehr gut an, was der da macht. Also da können wir mitgehen. Das ist super wichtig, weil die größten Probleme hatten wir da, wo jemand spät zu uns kam und dann schon mal zum Beispiel mal bei der Behörde angefragt, ja, womit muss ich denn die Nutzung machen? Dann kam zurück Gartencenter, also Gärtnerei. Das Problem ist, das bringt euch in Bereiche, wo, also es ist wenig Fläche dann übrig. Wir haben in Deutschland halt verschiedene Bereiche, Mischgebiet, Gewerbegebiet, Industriegebiet. Und das sind die drei Gebiete meiner Meinung nach, wo eine Anbauvereinigung am meisten Sinn macht, weil man wenig Kindergärten, wenig Spielplätze, wenig Jugendeinrichtungen insgesamt hat und dort auch meistens anständige Hallen findet. Das andere ist auch möglich, aber überlegt vorher, was habe ich, was will ich machen, und damit gehe ich dann zur Behörde und nicht zur Behörde gehen und fragen, ja, was soll ich denn jetzt tun? Also das kann nicht funktionieren. Ganz genau, das ist auch meine Erfahrung, ohne da jetzt irgendwelche Ressentiments gegen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in Behörden schüren zu wollen, aber Initiative, Aussagen oder Interpretationen von Gesetzen kriegt man da eher ungern. Also wenn man sagt, okay, das ist, also wenn man eine wirklich, wie Jason sagt, eine stringente Argumentationskette vorliegt, man kriegt viel mehr ein Ja, das macht Sinn, als dass man eine komplette Interpretation in die Richtung bekommt. Das heißt, genau, so ein bisschen ergebnisorientiert arbeiten und Behörden von Anfang an mitnehmen, auch gerne die örtlichen Sicherheitsbehörden mal vielleicht bei der Polizei vorstellig werden. Jeder, der euch kennt, die reden ja auch alle miteinander. Dann ruft irgendwo die Baubehörde mal bei der Polizei an, wie seht ihr das mit Sicherheit, Einbruch und so weiter. Und wenn der sagt, ja, die Jungs kenne ich, die waren schon hier, die geben sich Mühe und so weiter, das ist ein Riesen, also das ist Gold wert. So. Ich würde sagen, wir gehen mal von der Planung weiter in die Gründung. Da könnten wir jetzt viele, viele Stunden mit Zeit verbringen. Ich denke, wir brauchen nicht mehr darüber reden, dass man 7 Gründungsmitglieder braucht, eine Satzung und eine Gründungsversammlung. An dem Punkt sind wahrscheinlich die meisten hier schon. Aber das Thema Satzung möchte ich nochmal hervorheben, weil das eben ein richtungsweisendes ist. Also mit der Satzung stellen wir die Weichen für unseren Verein. Das ist so ein bisschen wie wenn sich ein Staat gründet und eine Verfassung geben muss oder möchte. Ich habe in meiner Beratung sehr oft die Erfahrung gemacht, dass die Satzung nicht so wie eine Verfassung, sondern eher wie AGB gesehen wird. Man braucht die irgendwo, am besten noch auf der Seite unten veröffentlicht, dass jeder die sehen kann, kopiert von einem anderen Verein, nur noch den Namen und den Sitz ausgetauscht und so als so etwas, das muss ich haben, sonst bin ich kein Verein, aber man weiß gar nicht, dass man sich damit Regeln setzt.
und teilweise Regeln, die man gar nicht haben möchte. Ich möchte jetzt gar nicht gegen irgendwelche Organisationen was sagen, aber es gibt sehr viele Mustersatzungen in der Welt, die in meinen Beratungen, wenn Vereine zu mir kamen mit einer Mustersatzung und ich die denen vorgelesen habe und gefragt habe, wollt ihr das so, eigentlich immer mit Nein beantwortet worden. Man muss sich mal so eine grundsätzliche Frage stellen, in welche Richtung der Verein eigentlich gehen will. Ich nehme das Wort nicht mehr gerne in den Mund, aber man kann ja letztendlich eine Diktatur oder eine Demokratie haben. Der Standardverein ist eine absolute Demokratie, Mitgliederversammlung ist das oberste Organ. Das heißt, die Mitgliederversammlung ist der Kopf des Vereins und der Vorstand ist die Hand. Die Hand macht nichts, ohne dass der Kopf den Impuls gesendet hat. Das heißt, der Vorstand dürfte jetzt nicht losziehen und zum Beispiel einen Mietvertrag unterschreiben oder Dünger einkaufen oder solche Dinge, sondern müsste erst die Mitgliederversammlung laden. In manchen Mustersatzungen habe ich schon eine Ladungsfrist von 6 Wochen gelesen, um die dann fragen zu können, ob er etwas machen darf. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben eine Cannabis-Produktionsstätte, wo teilweise 10, 20 Kilo im Monat produziert werden, das ist ein Gewerbebetrieb, machen wir uns mal nichts vor, da brauchen wir ein Schichtsystem, da muss immer jemand da sein, da brauchen wir arbeitsrechtliche Verpflichtung, weil wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt 5 Freunde, wir machen gemeinsam die Plantage und übrigens, jetzt ist irgendein Festival, wir wollen da alle hin, naja, fahren wir mal, das funktioniert nicht so. Also da sind auch Werte mit drin, Investitionen drin, das muss laufen. Demokratie ist was wahnsinnig Schönes, aber je mehr Leute man fragt, desto weniger wird gehandelt. Deswegen bin ich der Meinung, dass ein Club zumindest von der Organisationsstruktur die Entscheidungsgewalt so ein bisschen zum Vorstand transferieren muss. Und das muss alles in der Satzung angelegt sein. Sowas ist recht komplex. Das Vereinsrecht im bürgerlichen Gesetzbuch, das können wir jetzt in 3 Minuten uns durchlesen. Die Rechtsprechung dazu, dafür brauchen wir vielleicht 3 Monate. Die Rechtsprechung finde ich nicht bei Google. Das heißt, wenn ich jetzt loslege und versuche, eine Satzung von der absoluten Demokratie so ein bisschen mehr in eine vorstandsorientiertere Satzung zu wandeln, da werde ich zwangsläufig scheitern. Das ist, also bei der Satzung, da bin ich vielleicht inzwischen so ein bisschen Prediger geworden, weil das... Da sehe ich die größten Probleme. Mein Worst-Case-Szenario für mich, wenn ein neuer Mandant kommt, ist immer, ich habe schon einen Verein gegründet, ich habe schon eine Satzung. Ich habe letztens eine Satzung gesehen, wo ich gesagt habe, die ist richtig gut. Die hat 1400 Euro bei einem anderen Anwalt gekostet. Das war keine selbstgeschriebene. Ich habe noch keine selbstgeschriebene Satzung oder angepasste Mustersatzung gesehen, die auch nur halbwegs gepasst hat. Deswegen, da muss man wirklich schauen, man baut sich da ein Fundament. Will ich jetzt, wenn ich ein Hochhaus baue, da irgendwie Sand hinschütten, um mir Geld zu sparen, oder betoniere ich da ein paar Meter tief? Das ist halt was ganz, ganz Wichtiges. Es gibt eigentlich jetzt so aus meiner Erfahrung so 2 Arten von, oder könnte man sagen 3 Arten von Vereinen. Die einen, die sehe ich nicht so oft, weil, ich sag, komm, welche jetzt. Also zum einen, ich sag mal so den Dealer-Club nenne ich den immer ganz gerne. Das ist ein Verein, der möchte auf maximal große Mitgliederzahlen gehen und möchte einfach nur Cannabis verkaufen und damit einen Lebensunterhalt sich finanzieren. Die werden oftmals in der Szene so ein bisschen belächelt. Was ich ein bisschen schade finde, weil letztendlich, wir haben eine Cannabis-Entkriminalisierung, Jugend- und Gesundheitsschutz erwirken wir nur auf eine Art und Weise, nämlich möglichst flächendeckende Versorgung mit hochwertigem Cannabis, was im besten Fall auch noch besteuert wird aus Sicht des Staates. Und das erreichen wir nur über Clubs, wo die Hemmschwelle für die Mitglieder so gering wie möglich ist. Das heißt, keine Arbeitseinsätze, keine hohen Aufnahmegebühren, keine hohen Standardmitgliedsbeiträge. Und das ist nur möglich, wenn jemand die Investition am Anfang tätigt, wenn jemand das Ganze, sag ich mal, unter seinen Fittichen macht. Und dann sind wir so ein bisschen in diesem Bereich Dealer-Club. Der muss natürlich absolut diktatorisch geführt werden. Absolut natürlich nicht. Das lässt das Vereinsrecht auch nicht zu. Das muss ich jetzt hier immer mal dazu sagen. Wir können viel Macht auf den Vorstand transferieren, aber irgendwo ist Schluss. Das ist wieder Machete durch den Dschungel. Wir haben in den Rechtsprechungen keine Grenze, die sagt bis hierhin und nicht weiter, sondern die sagt, das ist drüber. Wir wissen aber nicht, ob es hier schon drüber war oder da schon oder erst 1 Millimeter davor. Das heißt, wir müssen uns da wieder anordnen, wieder annähern. Es ist sehr viel Spekulationsarbeit drumherum, sehr viel auch für uns Juristen Gutachten schreiben, prüfen. Naja, jedenfalls Dealer-Club.
Dann gibt es noch so ein bisschen den Club, der, sag ich mal, den Begriff auch Social Club verdient hat. Das wird jetzt eigentlich für alle Cannabis-Clubs verwandt, der Begriff. Deswegen habe ich mir das inzwischen auch angewöhnt. Anfangs habe ich noch so ein bisschen dagegen gewirkt oder es versucht, habe den Leuten gesagt, ihr seid ein Cannabis-Club oder eine Anbauvereinigung ins B, aber kein Cannabis-Social Club, wenn ihr nicht mal wollt, dass wir irgendwelche Mitgliederversammlungen haben. Es gibt aber jetzt, muss ich sagen, so immer so mehr den Trend in Richtung mehr Social in den Clubs, was auch möglicherweise durch die Ankündigung von der Säule 2, durch die Forschungsklausel oder auch durch 1-Euro-Rezepte für Medizinalcannabis und alles, was da gerade passiert, so ein bisschen getriggert wurde. Ich glaube, das ist auch so der USP, den halt der Club hat. Der wird man ihm nie wieder wegnehmen können, auch in einem Fachgeschäft und so weiter. Das Social kriegen wir nicht hin. Und ich muss auch sagen, dass viele Vereine, die ich betreue, die so ein bisschen mehr diesen Aspekt mit in den Vordergrund rücken, sehr erfolgreich sind. Auch was das Mitgliederengagement angeht, die dann auch ein bisschen zurückstecken wollen, vielleicht mal. Möglicherweise muss der Club mal eine Sonderumlage erheben, weil man sich die Miete nicht leisten kann, weil man falsch kalkuliert hat. Und da muss irgendwie so eine Art Zusammenhalt bestehen. Deswegen ist das auch eine sehr schöne Sache. Das sind so die zwei Clubs, die ich am meisten sehe. Der Club, den ich nicht so oft sehe, ist der, den sich der Gesetzgeber vorgestellt hat, nämlich, ich sag mal, der idealistische Club. Dem haben sie leider auch so ein bisschen die Luft zum Atmen genommen, in meinen Augen. Weil durch die ganzen Dokumentationspflichten, durch die Sicherheitsvorkehrungen und so weiter einfach eine extrem hohe bürokratische Hürde gesetzt wurde. Und warum würde ich einen idealistischen Club ohne jede Art von Verdienstmöglichkeit gründen? Weil ich gerne Cannabis anbaue und es gerne mit Freunden teile. Das ist meine Interpretation. Wo ich allerdings dann keine Lust hätte, ist Excel-Tabellen, sonst was führen, Software einpflegen, Behördenrede und Antwort stehen, jederzeit kontrolliert werden können. Da macht es wahrscheinlich mehr Sinn, man gründet einen reinen Cannabis-Social Club, ohne Anbauvereinigung werden zu wollen. Jeder baut zu Hause an, man trifft sich dann und fachsimpelt gemeinsam über Cannabis und vielleicht wird aus Versehen mal ein Joint vertauscht oder so, ich weiß es ja nicht. Aber die Anbauvereinigung im kleinen Stil sehe ich tatsächlich nicht so flächendeckend kommen. Da haben wir ja letztens auch eine Diskussion mit dem Michael gehabt bei der Cannabis-Kompetenztagen. Eine super nette Idee, aber diesen Clubs hätte man einfach die Bürokratiehürde geringer setzen müssen. Ja, definitiv. Also ich glaube, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, was halt schwierig wird, um das dann zu gewährleisten, wenn man das wirklich einfach mit ein paar Kollegen und Freunden machen will, dass das so, wie das Gesetz momentan ist, einfach fast keinen Sinn macht. Deswegen sind es auch wirklich erst die ersten beiden Clubs, wo ich sagen würde, die sind realistisch, die sieht man oft, das wollen die Leute machen. Und selbst da ist es ja schon schwierig genug. Also gerade wenn man so in die Richtung 500 Mitglieder geht, also wenn man wirklich einen großen Club haben will, dann wird das mit der Satzung halt auch immer wichtiger, dass man gucken muss, wie verwaltet man das denn alles? Wie kriegt man das alles zusammen? Wer darf denn überhaupt was sagen? Ich meine, im Endeffekt ist es meistens so, dass es ein Gründerteam gibt, dass da wirklich Blut und Schweiß reinsteckt und auch viel Geld meistens, Kapital, meistens privates Geld, weil es gibt keine Finanzierungen dafür momentan. Wenn man Glück hat, findet man einen Investor, aber da braucht man auch schon wirklich gute Konzepte für. Kann ich sowieso nur jedem ans Herz legen. Schreibt einen Businessplan, detailliert, ja. Macht euch da wirklich Mühe mit, ändert den auch immer wieder. Da kommen wir wieder zu der Flexibilität, was der Johannes am Anfang gesagt hat. Man muss wirklich immer wieder reagieren, gerade jetzt, aber auch die nächsten 10 Jahre. Wir reden ja hier von mehreren Säulen, von vielleicht auch einer europäischen Entwicklung. Das heißt, es wird immer wieder Punkte geben. Wenn Säule 2 kommt, dann werden die Anbauvereinigungen einfach flexibel reagieren müssen. Und die das nicht schaffen, die werden dann in Säule 2 verschwinden und spätestens in Säule 3 verschwinden. Aber Anbauvereinigungen haben auch Vorteile. Da haben wir gestern noch mit Georg drüber gesprochen, wir waren in großer Runde. Anbauvereinigungen haben einfach Vorteile, die weder das Medizinalcannabis bieten kann oder die Fachgeschäfte. Das ist zum einen, was der Johannes eben gesagt hat, das Social. Zum anderen ist es einfach so, das ist weltweit einzigartig von der Produktionskette. Ihr fangt beim Samen an oder beim Steckling, wie man möchte, bis zur Blüte. Das gibt es nirgendwo anders, dass die komplette Kette in einer Hand ist. Das heißt, man hat, wenn das einmal alles läuft, wenn das einmal alles
auch vernünftig läuft, hat man eine eigentlich ziemlich große Marge und einen großen Puffer, den man verwenden kann, um aktionsfähig zu bleiben. Deswegen rate ich den Clubs auch immer dazu, nicht mit utopischen Preisen am Anfang um sich zu schmeißen. Und ich meine jetzt utopisch nach unten. Also ich habe schon 2 Euro und weniger gehört. Das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Mit den ganzen gesetzlichen Rahmenbedingungen sowas nicht möglich. Und ihr müsst ja auch damit rechnen, dass ihr irgendwann mal vielleicht eine Ernte verhaut, dass irgendwas passiert, dass eine Kontrolle kommt, wie wir eben gesagt haben, dass vielleicht auch das Bauamt kommt und sagt, nee, pass auf, wollen wir anders haben. Ihr müsst jetzt da die Fenster tauschen und da die Türen tauschen und wir wollen auch noch Kameras haben. Das sind ganz schnell mal richtige Kosten. Also gerade von der baulichen Seite. Hallo, hallo. Hallo? Ja, Jason, deine Zeit ist wohl vorbei. Das war's. Naja, also gerade von der baulichen Seite gibt es einfach viele Kosten, die gar nicht bedacht werden. Eine Umnutzung, die kostet Geld. Nur der Plan dafür kostet schon Geld. Man braucht einen Architekten, man braucht ein Brandschutzkonzept. Und egal, also ich komme ja auch aus der Baubranche. Ich bin schon lange im Cannabis. Ich habe mit 16 angefangen anzubauen und habe auch CBD mitgemacht und war in Barcelona und in den Niederlanden, arbeite mit Medizinkannabisherstellern. Aber trotzdem ist Baubranche auch eine meiner Leidenschaften. Also das sind zwei Herzen, die da im Prinzip schlagen. Und da ist es einfach so, dass das übersehen jetzt im Moment alle, Elektrik in so einer Anbauvereinigung. Ich habe noch keinen getroffen, der mal eine Leistungsberechnung gemacht hat, also der mal gesagt hat, pass auf, wir haben die Anzahl an Lampen bei 700 Watt, bei 1000 Watt, was auch immer, da kommt man ja schnell auf eine große Kilowattzahl und dann kommt ja noch die Klima dazu und Klimageräte ist ein schwieriges Thema, ich weiß das, das kann man nicht wissen, wenn man sich damit nicht richtig beschäftigt hat. Die fressen mal eben 50% von dem, was die Lampen verbrauchen. Und dann haben wir immer noch nicht alles drin an Elektrik. Das heißt, die meisten Clubs werden eine Wandlermessanlage brauchen. Ja, das hat gar keiner auf dem Schirm. Das kostet auch mal eben 5.000, 6.000 Euro, wenn nicht noch mehr. Und ich glaube, Fragen kommen gleich. Wandlermessanlage. Es gibt normale Messeinrichtungen, die gehen bis 44 Ampere in einem Dauerbelastung und sobald man über diesen 44 Ampere Dauerbelastung ist, braucht man eine Wandlermessanlage. Wenn man Glück hat, ist eine große Photovoltaikanlage verbaut, da braucht man nämlich auch Wandlermessanlagen. Das heißt, dann hat man die meistens schon, aber nichtsdestotrotz, da muss ein Elektromeister kommen, weil kein anderer darf das in Deutschland machen. Die muss eingerichtet werden, die wird meistens bestellt, das ist dann auch noch von Energieversorger zu Energieversorger unterschiedlich, also wirklich kompliziert. Was für eine Hauptverteilung man da braucht und wie die aussehen muss, die Wandlermessanlage. Das heißt, das sind so Sachen, die hat keiner auf dem Schirm. Brandschutz, also sagen wir mal, wir müssen eine Umnutzung machen, dann liegt da jetzt ein Brandschutzkonzept vor. Ja, dann muss auch irgendwie baulicher Brandschutz betrieben werden. Und wenn wir erstmal beim baulichen Brandschutz sind, das ist eine extrem teure Sache, weil allein die Produkte für Brandschutz ohne die Arbeit, die in Deutschland ja sowieso schon teuer ist, die kosten einfach. Ne? Jedes Brandschott, also ein normales Brandschott für ein paar Leitungen, das kann schnell mal 150, 200 Euro kosten. Dann habt ihr da 30, 40 Räume, pro Raum habt ihr zwei, drei Brandschotts, kann man selber ausrechnen, wie schnell das dann nach oben geht. Ne? Das sind alles so Sachen, deswegen ist es so wichtig, dass man irgendwo mal anfängt. Das heißt, man fängt mit dem Verein an, man sucht eine Immobilie und wenn man eine Immobilie sucht, dann am besten schon gucken, wo ist die? Kann ich vielleicht um eine große Umnutzung vorbeikommen? Kann ich vielleicht Sachen mitnehmen, die funktionieren? Habe ich vielleicht schon eine Wandlermessanlage? Habe ich einen Vermieter, der vielleicht sogar mit mir geht? Haben wir auch schon viel jetzt gehabt. Der sagt dann einfach, pass auf, wenn ihr das wirklich dann hinterher ab der Genehmigung 7 Jahre mietet, dann bin ich auch bereit, in meine Immobilie Geld reinzustecken und dann nochmal... Hallo? Ja. Und dann nochmal einen baulichen Brandschutz nachträglich zu installieren. Und das sind halt alles Sachen, die dazukommen. Und wenn wir dann in Richtung Anlage gehen zum Anbauen, das ist ja auch eigentlich eins meiner Hauptthemen, dann ist es einfach total wichtig, dass sowas früh geplant wird, ja, auch in Verbindung mit den wichtigen Menschen. Also habt ihr noch keinen Grower, plant bitte noch keine Anlage. Also ne, der muss ja hinterher darin arbeiten. Also, und habt ihr einen Grower, lasst ihn nicht unbedingt die Anlage planen, zumindest nicht, wenn der vorher auf dem Schwarzmarkt gegrowt hat. Ja. Weil das ist wirklich, also das habe ich jetzt sehr oft gesehen, dass, ja, ich weiß das,
Das ist das Gefährlichste, wenn man denkt, also wenn man eine Plantage für einen Schwarzmarkt aufbauen konnte, das ist eine ganz andere Sache. Also welcher Schwarzmarktgrower hat sich mit Brandschutzauflagen, mit DIN-Normen und sowas auseinandersetzen müssen oder dürfen eigentlich, kann man ja sagen. Weil wir haben ja jetzt das Privileg, das alles in der Legalität zu machen, zumindest teilweise. Und ja, da kommen solche Auflagen dazu, da kommen Hürden mit dazu, an die man sonst vorher nicht gerechnet hat. Wenn man bei der Kalkulation als erstes nur an Lampen und Klimageräte denkt, aber eben zum Beispiel nicht an Brandschutzschots oder solche Sachen, dann wird die Kalkulation komplett an der Realität vorbeigehen. Auch was den Anbau angeht, da bin ich jetzt definitiv nicht der Experte. Ich habe mich inzwischen mit sehr vielen unterhalten dürfen, was die Plantagen in einem gewissen Ausmaß angeht, die ja komplett anders zu handhaben sind als jetzt, ich sag mal, 3-6 Quadratmeter Zelte im Keller oder sowas. Nicht nur vom Personalaufwand, sondern vor allem, was so Dinge wie Hygiene angeht, Qualitätsmanagement und so weiter. Das spielt eine Rolle, die auf dem Schwarzmarkt eigentlich ja keine spielt. Nee, definitiv. Also ich meine, ganz ehrlich, ich bin Elektroniker geworden, nachdem ich mit Cannabis zu tun hatte. Und ja, früher war das halt einfach ganz anders. Da hat man ein paar Natriumdampflampen aufgehangen, den Strom hat man am besten noch am Zähler vorbei installiert. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Also man muss jetzt mit Sachen kalkulieren, die die meisten Leute aus dem Schwarzmarkt gar nicht kennen, die einfach nicht, auch noch nicht verstehen. Und das ist halt total wichtig. Das ist halt auch so. Ich hatte letztens jemand gefragt, irgendwie wegen Medizincannabisanlagen, ja, wie viel hast du denn schon gebaut? Da habe ich gesagt, du, kein Mensch baut eine Medizinanlage alleine. Also dann sind so viele Menschen beteiligt, da ist allein schon in der Planung sind da viele Menschen beteiligt. Allein bei uns im Team sind auch 10 verschiedene Leute. Wir haben einen Brandschutzingenieur, wir haben Architekten, wir haben jemand, der speziell für Klima zuständig ist und sowas. Also ne, ich bringe viele Sachen zusammen, aber wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann gehe ich auch fragen. Man darf gar nicht dieses Mindset entwickeln, dass man irgendwann sagt, so, ja, ich weiß ja alles, muss mir nichts erzählen, kann ich schon. Das ist halt gerade Klima, also ist ein sehr schwieriges Thema, selbst wenn man Profis spricht und auch selbst wenn man große Medizinanlagen kennt, die haben alle Probleme gehabt am Anfang. Manche haben jetzt noch Probleme mit Schimmel, mit verschiedenen anderen Sachen. Das sind einfach Sachen, die werden oft so ein bisschen easy dargestellt, weil halt kein Fehler nach außen geht. Das möchte keiner erzählen. Kein Medizincannabishersteller sagt, oh, übrigens, wir hatten letztens Probleme. Ja. Machst du weiter? Ja. Genau, ja. Also dieses sich auf etwas versteifen, das ist, schließen wir wieder den Kreis, Thema Flexibilität. Genau, das größte Problem ist, wenn man denkt, etwas zu wissen, weil auch, also das kann ich jetzt aus der Perspektive aufnehmen, aber aus meiner juristischen Perspektive genauso bestätigen. Das geht bei den Satzungen genauso los. Ich habe schon mal einen Verein gegründet, ja. Einen politischen Verein, einen Angelverein, einen Sportverein und so weiter, die komplett unterschiedliche Sachen hatten. Wenn man denkt, man weiß etwas, dann funktioniert es nicht. Das ist ja. Kann man so ein bisschen. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Es ist auch nicht mehr so viel Zeit. Also wenn noch viele Fragen wären, vielleicht können sich mal ein paar melden, dass wir mal gucken können, wie viel so überhaupt an Fragen kommt. Weil wir können da noch ewig drüber reden. Das heißt, dann würden wir vielleicht besser mit den Fragen anfangen. Genau, und erfahrungsgemäß führt eine Frage noch zu 3 Folgefragen. Also ich glaube auch, wir machen das lieber so. Und wenn am Ende noch Zeit ist, wir können noch bis heute Abend plaudern. Ja, wir sind machen bis morgen auch noch da. Also genau, ich denke, da spreche ich auch für dich. Ihr könnt uns auch gerne später noch ansprechen, wenn ihr über irgendwas reden wollt. Also ich mache eh den ganzen Tag nichts anderes, als über Cannabis-Clubs zu sprechen seit halbem Jahr, dreiviertel Jahr. Ich war gestern auch noch bis 1 Uhr hier, ja. Weil ich mich festgequatscht hatte. Also das war auch sehr interessant, deswegen kann man da noch nicht gehen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, morgen früh das Panel, gehst du doch mal besser. Also ja, gerne Fragen. Wie machen wir das? Ja, erstmal kurz danke. Vielen Dank. Ja, ansonsten, wenn ihr das gemanagt kriegt, muss ich eigentlich gar nicht auf der Bühne bleiben. Ihr nehmt Leute dran, sonst kann ich auch Leute dran nehmen. Oder magst du vielleicht uns die Verantwortung abnehmen, dass wir nicht irgendjemanden übergehen? Mal vorne an. Gibt auch Mikros. Bitte
Fragen ins Mikro. Also, hallo? Das kommt sehr auf den Individualfall an. Ich würde mal sagen, so eine Gründung im Schnitt, so um die 2.500 Euro, aber das Problem ist Kapazität. Also das ist wirklich, das wird man durch die ganze Branche ziehen. Ich habe seit 3 Monaten, kann ich nicht mal 10% meiner Anfragen annehmen. Das heißt, momentan wird da auch sehr viel selektiert nach Qualität, sage ich mal. Es gibt leider viele, oder was heißt leider, es gibt halt viele, die sagen, oh ja, coole Idee, mache ich jetzt mal, sind sich gar nicht bewusst, was da passiert. Deswegen inzwischen, ich habe eine Partnerkanzlei, wir können gemeinsam hin und wieder noch Mandanten aufnehmen, aber wir gucken eben, dass das Leute sind, wo wir denken, die kriegen das auch hin, weil sonst verkauft man jemandem einen Traum oder man unterstützt jemanden bei etwas, was er nicht umsetzen kann. Das finde ich ganz problematisch. Ja, und bei mir ist es eigentlich so, wir haben mit dem Team, ich hauptsächlich, seit letztes Jahr, wir haben ja im Juli letzten Jahres angefangen mit dem ersten Referentenentwurf und seitdem beraten wir auch so ein bisschen, hat er im September so angefangen und wir haben ganz viel kostenlose Erstberatungen gemacht, die schon relativ weit gingen, also ist halt ein Thema, was einem auch liegt, ne? Wenn man dann halt erstmal ins Reden kommt, dann sind die auch manchmal 1,5 Stunden oder sowas gegangen. Das Problem ist halt wirklich die Zeit, also es gab gerade jetzt im März, April immer wieder, wenn so Phasen kamen, Bundestag, Bundesrat und so weiter, da gab es, auch in Johannes hundertprozentig, gab es Phasen, da saß ich den ganzen Tag in Videocalls und dann von einem in den nächsten, von einem in den nächsten. Also wir haben im Team jetzt schon 500 potenzielle CSCs erst beraten und ich muss sagen, davon habe ich 70% auch davon abgeraten. Also habe ich gesagt, das lasst ihr besser sein. Also ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und ja, da kommt es dann wieder darauf an, ob die das wahrhaben wollen oder nicht, aber ne, ich sage das nicht zum Spaß, wenn ich jemandem das sage. Ich freue mich auch, wenn sich eine Anbauvereinigung gründet, aber es macht halt manchmal einfach keinen Sinn. Ihr schwarzes Shirt. Hi, erstmal vielen Dank, dass ihr das macht. Super Sache, dass man sich einfach melden kann für Sachen. Meine Frage wäre bezüglich der Immobilie, und zwar, ich komme aus einer Großstadt in Stuttgart zum Beispiel, und bei uns ist es fast nicht möglich, wie jetzt hier wahrscheinlich in Berlin auch, Anbau mit Abgabestelle im selben Raum zu haben, weil entweder bist du dann da, wo der Bedarf für die Blüten ist, das heißt im Herzen der Stadt, oder du bist eher außerhalb, dann ist der Bedarf nicht so da, und es ist halt massiv schwer so, die Kombi in einer Immobilie quasi zu kriegen. Vielleicht jetzt nicht aus juristischer Sicht, aber das Konzept mit, also weil du sagst genau richtig, es sind komplett unterschiedliche Needs. Bei dem einen will ich günstige Mieten, will möglichst nicht in der Innenstadt sein, brauche wahrscheinlich ein Gewerbegebiet oder irgendwas in die Richtung. Bei dem anderen möchte ich da sein, wo die Menschen leben. Von daher, dass die Idee, dass man, sag ich mal, den Werksverkauf hat, die habe ich auch schon echt lange nicht gehört. Wobei man ja trotzdem sagen muss, es ist auch für eine Abgabestelle super schwierig, irgendwas in der Innenstadt zu bekommen. Also wir selber haben die Firma in Wuppertal, das heißt, wir haben viele große Städte im Umkreis, Düsseldorf, Köln, Essen, Aachen. Also wir haben schon super viele Immobilien durchgecheckt und das Problem ist auch einfach, die meisten machen sich es ein bisschen leicht. Die gehen auf die Bubatz-Karte und sagen, ja, hat gepasst, super. Das Problem ist, die ist nicht immer aktuell. Das heißt, mindestens mal Google Maps sowieso noch checken. Und selbst da, eine Kita, die hat ja gar keine Pflicht, sich da einzutragen. Also es muss ja nicht. Deswegen sage ich eben, geht die Strecken ab, guckt auf die Klingelschilder. Bei einer Investition, von der wir hier reden, da ist der eine Tag auf jeden Fall, der muss drin sein. Also er muss einfach drin sein, dass man da von Tür zu Tür geht und guckt, ob da nicht irgendwie noch doch was steht. Also das muss einfach sein. Definitiv, das ist auch wirklich, ja. Also das habe ich jetzt schon, sage ich mal, nicht nur, das kann ich nicht mehr an einer Hand abzählen, wie oft ich das schon gehört habe von Mandanten. Wir haben perfekte Immobilie, Bubatz-Karte gecheckt, nichts in der Nähe und dann irgendwie nochmal einen Kaffee trinken gegangen und dann gesehen, da ist die Kita, die zu irgendeiner Bank gehört oder sowas. Also vielleicht auch irgendwelche betriebsinternen Geschichten. Okay, aber rein theoretisch wäre das möglich, die Abgabe von der Anbaufläche zu trennen. Genau, die finde ich mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Da wurde ja auch explizit dann, ich glaube, im zweiten Gesetzentwurf oder so die Transportregelung mit aufgenommen, dass wenn man zwischen den befriedeten Besitztümern der Anbauvereinigung Cannabis transportiert, wie man das machen darf. Das war am Anfang nicht drin, deswegen war genau eben diese Frage, ob man das machen kann. Aber das ist. Muss man halt dann wirklich nur aufpassen, dass man sich dann ein gutes Transportkonzept überlegt, weil da wird es dann hinterher drauf ankommen, dass das funktioniert. Und ja, dass man trotzdem beachtet, dass beide Immobilien
die Anforderungen für Abstand und sowas einhalten müssen. Also die werden nicht anders behandelt. Und deswegen gibt es tatsächlich bei uns auch noch welche, die beides in ein Gebäude machen, weil die sich dann den Transport sparen, weil die da ein Grundstück haben, was super eine Parkplätze hat, ne, was ja auch ein Thema ist, bei 500 Mitgliedern, die ehrlich gesagt schnell zusammenkommen. Also ich muss sagen, viele von den Clubs, die wir betreuen, die haben auch schon Wartelisten, also 1000 Mitglieder, 1500 Mitglieder, keine Seltenheit. Und ja, da muss man auch einfach gucken, wie kommen die Leute überhaupt dahin und ist das überhaupt möglich? Also allein dafür braucht man wahrscheinlich schon ein Konzept, dass man sagt, wie mache ich das überhaupt hinterher, wenn wir jetzt am 1. plötzlich alle dahin stürmen. Das ist übrigens auch eine ganz wichtige Sache für ein Immobilienkonzept, dass zum Beispiel Brandschutz immer wichtiger und schwieriger wird, je mehr Menschen tendenziell in eine Immobilie rein sollen und je größer die Immobilie ist. Das ist auch so ein Punkt bei den Anbauhubs, was ich immer wieder sehe. Das ist eine gute Idee, ich würde mich auch darüber freuen, wenn sowas geht, aber aus baurechtlicher Sicht ist das ein Riesenprojekt und dauert allein deswegen schon riesig, weil da ist dann hinter die Feuerwehr mit drin, da gibt es eine Brandmeldeanlage, da sind so viele Parteien hinterher mit drin in diesen Projekten, dass die einfach in die Länge gezogen werden. Das heißt, wer auch schnell und flexibel agieren will, der ist eigentlich sogar besser damit beraten, erstmal mit einer einzigen Anbauvereinigung anzufangen, die auch in keinem Verbund mit irgendjemandem steht. Auch genehmigungsrechtlich einfach viel einfacher. Ja, da ist einfach den Behörden komplette Willkür ermöglicht worden. Sie können Anbauvereinigungen im Verbund zulassen, müssen aber nicht. Das heißt, unser ganzes Konzept, ob das funktioniert oder nicht, hängt an einer Person, die in der Behörde dort sitzt und die wahrscheinlich von Cannabisanbau noch gar keine Ahnung hat und im Zweifel das Ganze noch negativ sieht. Eine Behörde hat jetzt sogar schon, da habe ich eine E-Mail vorliegen, hatte gesagt, sie müssen es versagen, wenn mehrere, also entgegen des Gesetzes. Ne? Hessen hat zum Beispiel auch geäußert, restriktiv mit den Genehmigungen umzugehen und das kann in dem Bereich nur heißen, sie werden davon Gebrauch machen. Genauso zum Beispiel auch von der, was die Möglichkeit angeht, wenn noch kein, also wenn Suchtprävention oder eine präventionsbeauftragte Person zwar benannt ist, aber die noch keine Schulung nachgewiesen hat, es gibt noch keine Schulung, die sicher anerkannt wird, dann hat die Behörde die Möglichkeit zu sagen, ja, wir geben euch die Genehmigung, setzen euch noch eine Frist von 3 Monaten oder länger, dass ihr diese Schulung nachweist. Das ist eine reine Kann-Vorschrift. Das heißt, die Behörde, das ist ein reines Entgegenkommen. Wenn Hessen sagt, wir machen es restriktiv, werden die es ziemlich sicher nicht machen. Ja, das führt eigentlich sowieso nicht. Das führt eigentlich auch zu dem Punkt, was man immer sagen kann, das ist ja auch kein Sprint. Man muss ja jetzt nicht am ersten irgendwie dabei sein. Das ist ein Marathon. Die, die es schaffen, egal wie, über die Ziellinie zu kommen, die haben hinter Erfolg, aber wenn man jetzt einfach versucht, auf Biegen und Brechen da einer der Ersten und am schnellsten und ich muss unbedingt und wir müssen das und müssen dies, das kann nur schief gehen. Ja, dann wird irgendwas hinter übersehen und das wird dann wahrscheinlich dann hinter mehr Zeit kosten, als man einsparen wollte. Ne, wenn man jetzt einen unvollständigen Antrag abgibt, der liegt da 3 Monate, am letzten Tag wird er abgelehnt. Ja, und dann? Dann hat man 3 Monate verloren, nichts. Und dann wartet man wieder 3 Monate. Das heißt, wirklich besser vorbereiten und dann starten. Ja, da kann ich auch vielleicht noch so ein bisschen was aus meiner Beratungserfahrung dazu sagen. Ich habe jetzt manchmal im Juni Anfragen bekommen, wenn wir dich jetzt beauftragen, schaffen wir es zum 1.7. Eingetragen zu sein und die Anbaulizenz abzugeben. Also das Ding ist, wir wissen in den meisten Bundesländern noch gar nicht, was wollen die überhaupt sehen im Antrag. Zum Beispiel jetzt auch die Satzung in Paragraph 12, ich glaube Absatz 2 vom Konsumcannabisgesetz ist es, da steht drin, die Satzungen müssen enthalten. Zum Beispiel das Mindestalter, die Mindestmitgliedschaftsdauer und den ausschließlichen Zweck. Jetzt sagt aber, ich glaube Baden-Württemberg ist es, da muss noch drin stehen, dass die Vorstände Mitglieder des Vereins sind. Das gibt das Gesetz vor, ich muss in meine Satzung nicht das Gesetz wiederholen. Ich schreibe da auch nicht rein, dass der Vorstand keine Gehälter veruntreuen darf oder kein Geld. Macht in meinen Augen keinen Sinn, steht nicht im Cannabisgesetz, trotzdem sind die da überschießen. Was können wir machen? Dagegen klagen, wird nicht vielleicht funktionieren in ein paar Monaten, aber ist nicht praktikabel. Das heißt, wir müssen eigentlich warten, ob unser Bundesland sagt, hey, wir wollen noch eine Extrawurst. Und die allermeisten Bundesländer, bis auf Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, und du meintest noch, was meintest du noch vorhin, das war mir jetzt nicht bekannt. Niedersachsen, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall noch eine dritte irgendwo. Genau, aber ich sag mal so, das sind maximal 3 von 16 Bundesländern, bei denen wir momentan schon wissen, was im Antrag drin steht. Dann haben wir jetzt noch so Bundesländer wie Berlin und NRW, die das Ganze dezentral machen. Das kann ein Riesenvorteil sein, weil da sind jetzt Behörden zuständig, die es schon die ganze Zeit gibt.
Das sind Leute, die man möglicherweise schon kennt, Ordnungsämter jetzt zum Beispiel. Da kann man sehr viel persönlich abklären. Trotzdem kann es auch da sein, dass dann mal irgendwie von oben eine Politik vorgegeben wird, dass diese und jene Arten nicht mehr zugelassen werden, was auch immer. Von daher nichts überschießen. Was ich auch immer noch am Anfang oder auch noch bis vor ein paar Wochen häufig gehört habe, die Angst, wenn ich nicht der Erste bin, dann kriege ich keine Genehmigung mehr. Also vorhin wurde gefragt, wie viele zum 1.7. oder übermorgen war das glaube ich, ihre Genehmigung beantragen können. Das ist jetzt hier wahrscheinlich repräsentativ für ganz Deutschland. Wenn das 1, 2, 3% sind, maximal 10 der Vereine, die sagen, wir wollen Anbauvereinigung werden, das ist so eine kleine Zahl. In NRW sind es, glaube ich, über 3000 Anbauvereinigungen, die da zugelassen werden können. Oder ja, das war zumindest die Äußerung, dass sie sagten, bis zu 3000 wollen die in NRW zulassen. Ich kenne noch nicht mal 1500 Absichtserklärungen. Und von den Vereinen, die sich bisher gegründet haben, die eingetragen sind als e.V., wenn von denen die Hälfte eine Plantage irgendwann besitzen wird und Cannabis abgeben wird, ist das eine gute Quote, weil da eben sehr viele sind, die sich in ihrer Planung sehr versteift haben von Anfang an und die jetzt nicht mehr den Transfer schaffen werden und die Flexibilität noch irgendwie reinbekommen werden. Und deswegen, also dass man da mit diesen Obergrenzen, die die Bundesländer festlegen können und die noch nicht alle Bundesländer festgelegt haben, da müssen wir uns momentan wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Deswegen bin ich auch der Meinung, lieber den Antrag nochmal 2 Wochen gären lassen, nochmal über alles nachdenken, das vielleicht nochmal mit anderen Vereinen durchsprechen, was habt ihr noch in euren Konzepten drinstehen und so weiter. Sich austauschen, ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen. Dann kann man sehr viel Zeit und vor allem auch Geld sich ersparen. Ja, man kommt schnell vom Hundertsten ins Tausende, aber ich würde mal zur nächsten Frage genommen. Ja, das ist Mikro. Vielen lieben Dank erstmal für die Zeit, die ihr uns hier gibt. Meine Frage ist, Baurecht ist Ländersache, Nutzungsänderung. Soll der Architekt ein Gewächshaus anmelden oder vertikale Landwirtschaft oder was ist die Nutzungsänderung? Ja, das ist ja genau das, was ich auch eben meinte. Also die Sache ist, es gibt keine momentan und es gibt nur den Weg zu argumentieren, dass die Nutzung, die ich vorsehe, dass die dafür gut geeignet ist. Wir machen es zum Beispiel meistens mit Produktionsstätten, weil wir einfach so argumentieren, dass wir sagen, wir bauen ja nicht nur einfach Cannabis an, wir prozessieren das ja auch. Das heißt, es wird weiterverarbeitet, es wird verpackt, es wird fertig gemacht, es wird gecured. Also da passieren ja noch viele Schritte. Das heißt, es ist ja nicht nur einfach ein landwirtschaftlicher Anbau. Und das ist halt unser Ansatz, weil wir halt gerne in den Mischgebieten, Gewerbegebieten und Industriegebieten uns ansiedeln wollen. Wenn du jetzt ein Gewächshaus hast im landwirtschaftlichen Bereich, dann musst du ganz anders argumentieren und dann sind da auch wieder Probleme. Also es gibt für diese ganzen Gebiete gibt es auch wieder Probleme, die man dann ausmerzen muss oder die man dann, wo man dann gucken muss, funktioniert das so, kommen wir da so zusammen? Ne, weil ich glaube, im landwirtschaftlichen Bereich gibt es immer eine Gewinnabsicht. Das ist ein rechtlicher Bereich, wo ich mich jetzt nicht hundertprozentig auskenne, aber ich habe das jetzt schon mehrfach gehört, dass es darum geht, dass da auch Gewinne erzielt werden, was ja konträr zu dem wäre, was in der Anbauvereinigung eigentlich der Fall sein sollte. Das heißt, das ist dann schon wieder so ein Problem, wo man dann gucken muss. Ne? Und das gilt halt für jeden Bereich. Also eine Nutzungsänderung ist ein ganz, ganz individuelles Thema, was man auf die Immobilie, auf den Verein und wie er arbeiten möchte, im Prinzip speziell sich angucken muss. Und es gab schon Anfragen an verschiedene Behörden, und die ich selber nicht gestellt habe. Wie gesagt, ich frage ungern nach, weil die Antwort kann im Zweifel nur schlecht sein. Aber ich habe jetzt schon mehrere geschickt bekommen von Anbauvereinigungen oder potenziellen, mit denen wir arbeiten. Und ganz unterschiedlich. Also die Ämter wissen ja gar nicht, was das bedeutet. Und das ist ja das Schlimme. Du fragst jemanden, der gar nicht weiß, was eine Anbauvereinigung ist. Ja, was soll denn eine Anbauvereinigung als Nutzung haben? Aber wenn er schon das Erste gar nicht versteht, ja, dann kann der dir zu dem Zweiten ja nichts Adäquates sagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da hingeht und selber was vorlegt. Ganz genau, das ist extrem wichtig. Wenn man jetzt 100 Leuten sagt oder 100 Leuten von einer Cannabisplantage erzählt, haben wir 100 verschiedene Bilder in Köpfen. Das heißt, wir werden auch 100 verschiedene Einschätzungen bekommen. Zum Beispiel, du meintest auch, du hast mal irgendwie die Einschätzung Vergnügungsstätte gehört. Weil sie sich dachten, ja, da stehen hier ein paar Pflanzen rum und dann die ganzen Hippies mit ihren Dreadlocks tanzen da drumherum und gießen da ein bisschen und haben da den Spaß ihres Lebens. Das ist ja total, also da sitzen wirklich Leute, die haben noch nie eine Plantage in diesem Stil sich
vorstellen können. Wenn man den, also ich führe ja viele Diskussionen mit Behörden und mit Amtsgerichten und so, wegen Eintragung, wenn man denen mal erzählt, wie so eine Plantage aussieht mit Hygiene, mit irgendwelchen Einweganzügen, da fallen die ja komplett vom Glauben ab. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich mich an eine Behörde wende und sage, ich habe eine Plantage oder ich will eine Plantage bauen, wie siehst du das? Sondern ich muss sagen, ich habe eine Halle, die ist so und so aufgebaut, ich habe diese und jene Grundfläche, ich hänge dort Lampen und Klimageräte mit dieser und jenen Leistungszahl rein, wir haben da zum Beispiel eine Hygieneschleuse, wir haben diese ganzen Sachen, wie genau das ist, und dann nicht, wie der Jason vorhin gesagt hat, die offene Frage formulieren, was ist denn das, sondern zu sagen, wir glauben, das ist diese und jene Nutzung, weil, und dann gucken, was sagt die Behörde, weil das Ding ist, das ist wieder so ein Punkt, wir haben ganz viele verschiedene Behörden, wir haben verschiedene Interpretationen und euch interessiert nur eine einzige Interpretation und es ist die von dem Behördenmitarbeiter, der über eure Sache entscheidet. Wenn die allen anderen drumherum sagen, das ist eine gewerbliche Produktionsstätte, und der eine sagt, das ist eine Vergnügungsstätte und da ist eure Plantage, dann zählt das, weil wenn der sagt, ihr habt dort eine Produktionsstätte genehmigt, das ist aber eine Vergnügungsstätte, das heißt, ihr kriegt jetzt eine Nutzungsuntersagung, solange bis die Nutzung geändert wurde und eure Pflanzen stehen gerade in der Blüte, ja, wo tut ihr die denn hin? Viel Spaß. Das sind so Dinge. Ja, genau, definitiv. Ja. Also da hat man wenigstens noch das Glück, dass eine Vergnügungsstätte auch im Mischgebiet und Gewerbegebiet sein könnte, aber es ist halt trotzdem ganz schwierig. Also wir bauen jetzt seit einer Weile einen Prototypen in Aachen von einer Anbauanlage, die sich speziell an Anbauvereinigungen richtet. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Monat fertig werden. Und da laden wir dann auch Vertreter von Behörden zum Beispiel hinein, um denen einfach mal zu zeigen, was das bedeutet, was das sein kann, wie das aussieht, dass das auch jetzt zumindest in unserem Fall einfach auch eine sehr technische Anlage ist, weil Grenzwerte, die irgendwann mal kommen werden, könnten so streng sein, dass wir uns sowieso im Bereich Medizincannabis bewegen, weil da geht es um Gesundheitsschutz und das ist nur meine Auffassung, da gibt es viele andere zu, aber in Deutschland ist Gesundheitsschutz ein hohes Gut, also warum sollten Grenzwerte für Anbauvereinigungen weniger streng sein, als für jemand anderen, der sich ja auch um die Gesundheit von anderen Menschen schert, sage ich mal. Und ja, dementsprechend gucken wir halt, dass das generell einfach relativ clean alles aufgebaut ist. Also, und damit kann man, glaube ich, auch die Produktionsstätte relativ gut rechtfertigen hinterher, weil es einfach auch nicht aussieht wie ein Gartencenter oder eine Vergnügungsstätte. Also ne, es ist halt einfach auch schon vom Gefühl her, was der Mitarbeiter dann bekommt, wenn er da reingeht. Na klar, ich könnte jetzt auch überall Poster aufhängen und ein paar Disco-Kugeln und so, dann wird er mir vielleicht die Vergnügungsstätte auch eher genehmigen. Aber das sind halt die Sachen. Gerne die nächste Frage. Die Disco-Kugel unter die LED-Beleuchtung, das wäre interessant. Neue Belichtungskonzepte. Könnt ihr ganz kurz nochmal sagen, was für Konzepte man alles höchstwahrscheinlich brauchen wird, also über die Satzung hinaus? Ja, also das Jugendschutzkonzept, das Gesundheitsschutzkonzept, Sicherheitskonzept und dann wird es jetzt bundeslandspezifisch. Ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf, die mir jetzt noch einfallen. Das ist das Transportkonzept, das Rückrufkonzept. Da waren noch zwei. Also andere. Ich muss, ja, Vernichtungskonzept. Naja, wenn Cannabis zurückgerufen werden muss, weil irgendwann mal in der Zukunft Grenzwerte kommen und im Nachhinein gesehen wurde, oh, die sind überschritten oder man hat festgestellt, oh, aus Versehen war das Cannabis mit Tabak vermischt oder sowas, was ja dann nicht weitergabefähig ist, dann muss es zurückrufen. Ehrlich gesagt, ich habe diese ganzen anderen Konzepte bedacht. Ich habe auch allen meinen Mandanten gesagt, macht ein Vernichtungskonzept, weil sonst habt ihr vielleicht eine Jahresernte darum liegen und die sagen, ihr gebt im Monat 10 Kilo raus, da liegen jetzt 150 Kilo, weil man ein bisschen halt mit Schwund geplant hat. Das ist ja überschüssiges Cannabis, was ihr nicht vernichtet habt. Dann klicken die Handschellen und ich kann ihn in Untersuchungshaft besuchen. Das will man halt vermeiden. Von daher, Vernichtungskonzept halte ich sowieso für nötig. Transportkonzept gehört in meinen Augen ins Sicherheitskonzept irgendwie mit rein, auch wenn natürlich das Sicherheitskonzept gar nicht explizit im Gesetz gefordert ist, sondern halt drin steht, dass man die Sicherungsmaßnahmen angeben muss. Das Rückrufkonzept, daran habe ich tatsächlich gar nicht gedacht, weil ich auch der Meinung bin, also Rückrufe werden jetzt, also das ist keine alltägliche Sache. Zum einen haben wir noch keine Grenzwerte. Wegen was soll ich denn das Cannabis dann zurückrufen? Probenkonzept gibt's noch, also Probenkonzept. Probenahmekonzept, genau. Ja. Wie und wie oft man da Proben nimmt. Da ist ja ganz lustig, in der Erklärung zum Gesetz stand drin, die haben ja so ein bisschen immer die Kosten kalkuliert.
Und das waren, glaube ich, irgendwie 40 Euro pro Anbauvereinigung pro Jahr an Laborkosten. Und mit 5.000 Euro für die Absicherung der Plantage haben die gerechnet, Umzäunung des Grundstücks. Also. Ja, also wenn man ein großes Gebäude hat, dann kommt man damit auf jeden Fall nicht hin bei einem anständigen Zaun. Ja, da hat man noch nicht mal das Tor für einen Zaun. Also wenn ich jetzt so einen 1,20 Jägerzaun mir vorstelle, da kommen wir wahrscheinlich nicht mal von hier bis da hinten hin. Oder vielleicht zumindest nicht nochmal da drin. Nee, definitiv. Deswegen, also das sind so die mir jetzt direkt einfallen. Ich habe, glaube ich, auf dem Handy die Anträge auch drauf, weil meistens habe ich sowas in der Cloud. Das heißt, im Zweifel kann ich, glaube ich, auch nochmal reingucken. Aber das wird sich, wie gesagt, auch noch in vielen Bundesländern jetzt ändern, weil es halt noch gar nichts dazu gibt. Ne? Und dementsprechend, was definitiv wichtig ist, sind halt die Konzepte Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Sicherheit. Da würde ich ein besonderes Augenmerk drauf legen. Und auf jeden Fall auch darauf achten, da gibt es ja auch Überschneidungen. Also wir arbeiten seit einem halben Jahr mit ABUS zusammen, um ein Sicherheitskonzept aufzustellen, das dann halt auch mit Zulasskontrollen, Kameras und allem, was dazugehört, was man halt theoretisch brauchen könnte, ist. Und ja, da kann man auch gut den Jugendschutz dann direkt wiederfinden. Also zum Beispiel bei uns, wir haben jetzt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an die Türen gebracht. Das heißt, da geht es dann einfach darum, wenn ihr einen Schlüssel habt, da denken ja viele nicht dran, wenn man nicht aus der Sicherheitsbranche kommt. Wenn ein Mitglied den Club verlässt, müsst ihr im Prinzip alle Schlösser wechseln. Wenn ein Schlüssel verloren geht, müsst ihr im Prinzip alle Schlösser wechseln. Wenn ein Kind vom Vater den Schlüssel nimmt, kommt er in eure Anlage rein. Ja? Und das gleiche für Mitgliedskarten. Wenn die verloren geht, dann muss man entweder Möglichkeit haben, die direkt einzeln zu sperren oder dass man irgendwie ja, sonst irgendwie was austauscht, weil sonst muss man direkt wieder das ganze System ändern. Und deswegen haben wir das auf das Handy gebracht. Der Mitgliedsausweis ist auf dem Handy. Das heißt, man muss erstmal sowieso sein Handy entsperren, muss das dann an ein Terminal halten und dann hat man noch einen persönlichen Code, den man nur selber weiß. Das heißt, wenn dann der Sohn oder die Tochter vom Vater das Handy nehmen, dem seinen Code kennen, sich einloggen können und dann noch sein Passwort kennen, dann hat er einfach fahrlässig gehandelt. Dann seid ihr zumindest aus der Haftungsseite raus. Ne, was sowas angeht. Und das ist halt auch was für eine Behörde einfach super klingt. Ne? Da muss man, aber halt auch dazu sagen, das ist jetzt ein Standard, man hat keine Ahnung, was für Standards sie ransetzen. Deswegen ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Das ist jetzt, sage ich mal, also gehe ich dahin, das ist der sichere Weg, der natürlich mit mehr Geld verbunden ist, aber der halt im Zweifel darüber entscheidet, kriege ich meine Anbaugenehmigung oder kriege ich sie nicht oder erst ein halbes Jahr später. Und da muss man, also ich habe verschiedenste Vereine, die es unterschiedlich angehen. Es gibt die einen, die sagen, wir wollen unserem Budget treu bleiben, sage ich mal, wir versuchen das jetzt einfach mal und wenn es auf dem ersten Weg nicht klappt, dann versuchen wir es halt in 2 Monaten nochmal. Auch absolut seine Daseinsberechtigung, kommt halt darauf an, wie man es plant. Wenn man im Kleinen starten will, organisch wachsen möchte, kann man das super so machen. Es gibt allerdings halt auch einige, die dann mit einem Investor im Nacken direkt mit mehreren hundert Leuten starten wollen, eine entsprechend große Plantage dafür brauchen und die können sich das halt nicht erlauben, erstmal so ein bisschen Larifari. Wir gucken mal, was passiert, zu arbeiten. Vielleicht auch interessant da im Zusammenhang, man muss ja auch nicht direkt am Anfang alles umsetzen, ne? Gerade so ein Sicherheitskonzept, das kann ja auch, also das Konzept muss halt da sein, aber man kann es ja auch noch nachträglich installieren. Das ist ja auch einfach eine Sache, wo man dann sehen kann, dass man Sachen vielleicht in der Planung schon vorsieht, weil alles, was man in der Planung vorgesehen hat, kostet hinterher in der Ausführung auf jeden Fall viel weniger Geld. Mhm. Und dementsprechend kann man dann auch ein bisschen planen, was mache ich als erstes, was ist unbedingt wichtig, unbedingt notwendig. Und wo erweitere ich am Ende? Wo sind Sachen, die wir dann bei den ersten Ernten und bei den ersten Bezahlungen noch nachrüsten oder noch machen, um dann einfach auf Nummer sicher zu gehen? Weil das ist das einfach. Wenn das Ganze einmal läuft, dann möchte man ja auch sicher gehen, dass das weiterhin funktioniert und dass man ja nicht ganz neue Probleme identifiziert und vielleicht lösen muss. Genau, wir haben noch einiges an Fragen. Von daher vielleicht knappere Fragen, knappere Antworten, dann kommen wir, denke ich, ganz gut durch. Ich halte mich auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen kürzer, Entschuldigung. Ja, man kommt schnell vom 100. ins 1000. Das ist auf jeden Fall bei CSCs. Genau, aber hier würde ich erstmal vorschlagen. Und dann schauen wir mal, dass wir möglichst alle durchkriegen noch. Ja, hallo, erstmal danke für die Infos, die wir schon haben. Da ist schon viel Wertvolles dabei gewesen.
Ich habe einen Betrieb in Brandenburg, südlichen Brandenburg, von hier aus ungefähr 40 Kilometer und wir heißen die Lagerei und wir haben 120 Container, Seekontainer, die zurzeit als Lagerfläche Einzelcontainer da vermietet sind. Wir wollten jetzt mal anfangen mit probieren und üben, mit 2 bis maximal 4 Containern Nutzungsänderungen beantragen. Habt ihr Erfahrungen schon, ob Container grundsätzlich dafür auch geeignet sind? Wir haben da also nichts Gegenteiliges hören können. Und was man da vielleicht beachten musste oder wann man euch nochmal fragen könnte, wenn ihr da vielleicht ein paar mehr Infos geben könntet. Also es gibt ja einmal eine gesetzliche Eignung und dann gibt es ja nochmal einmal die Eignung, ob ein Container überhaupt für den Anbau in Deutschland ganzjährig geeignet ist. Beim zweiten sehe ich mehr Probleme, muss ich sagen. Und beim ersten, man kann das definitiv, wenn das Besitztum an sich befriedet ist, also sagen wir mal, wenn man einen Zaun bauen würde und einen Sichtschutz und so weiter und so fort, dann könnte man ja sogar fast, kann man ja auch im Gewächshaus, also das heißt vom Container her, da sehe ich gesetzlich keine Probleme, das umzusetzen. Schwieriger finde ich wahrscheinlich, dass, ich weiß nicht, wie das da aufgebaut ist. Das ist jetzt sehr individuell, deswegen ist das vielleicht eine Sache besser für später, aber ganz kurz gesagt. Das sind einfach mehrere Reihen mit Rücken an Rücken gestellte Container, wo man zwischenfahren kann. Ganz kurz gesagt, es ist halt immer so eine Sache, ein Container kann vielleicht weggefahren werden. Es geht um Elektrik, wie die da hinkommt. Es geht darum, wie der gedämmt ist, weil ganzjährig in Deutschland anzubauen, wir haben sehr hohe Klimaschwankungen, ne, von Winter zu Sommer. Das heißt, das ist sehr, sehr schwierig in einem Container umzusetzen. Der muss halt wirklich dann sehr gut geplant sein. Aber das können wir gern später nochmal besprechen, weil ich glaube, das sprengt den Rahmen. Okay. Vorne danke, war noch eine. Ja, moin. Ich gebe mich kurz zu erkennen. Ich bin vermutlich eine von denen, die irgendwann hinter dem Schreibtisch sitzen. Und kann euch erstmal nur beglückwünschen dazu, wie ihr dazu Stellung nehmt. Ich finde das sehr, sehr gut und sehr informell, wertvoll und die Tatsache, dass man lieber zusammengeht und dann weitergeht, statt einzeln schnell, aber nicht so weit zu kommen, kann ich tatsächlich nur unterschreiben. Und unterschreiben kann ich auch, na klar, wir sind unerfahren, wir sind ja alle ein bisschen unerfahren, was das angeht. Ein stringentes Konzept zu haben und nicht viele Fragen offen zu lassen und das Gefühl zu vermitteln, ich weiß ungefähr, was gefordert ist und versuche mich bestmöglich dran zu halten, ist immer schon ein guter Einstieg. Und offene Fragen stellen kann ein Problem sein, das sehen wir jeden Tag, weil das natürlich auch immer so ein bisschen Ahnungslosigkeit bei dem anderen reflektiert irgendwie. Insofern finde ich eure Herangehensweise ganz gut. Für die Besichtigung des Prototyps melde ich mich sofort an in Aachen. Ja, gerne. Ja, ich will. Und ja, sag einfach vielen Dank und hoffe, wir haben nachher vielleicht noch eine Gelegenheit, ein bisschen zu schnacken. Bestimmt, wir sind bis morgen hier. Es ist auch sehr schön, dass jemand von der Behördenseite da ist und ich denke auch, also auch was mich angeht, Sie können mich gerne da jederzeit ansprechen. Ja, ich freue mich, wenn man da irgendwie ein bisschen Wissen auch verteilen kann, weil also die Gespräche, die ich da bisher geführt habe, ist für uns alle neu, mehr oder weniger. Das heißt, wir müssen alle miteinander lernen und der Austausch ist absolut notwendig, vor allem auch unter den Behörden untereinander. Und ich denke auch mal, den Jason und mich kann man da auch mal gemeinsam bekommen, wenn man irgendwie mal eine Bildungsveranstaltung oder wenn sowas wenn wir eine möchte. Abteilung irgendwann ja. haben, wollen die bestimmt auch gerne eine Bildungsveranstaltung sehr gerne. Haben. Jederzeit machen ja. wir natürlich Spitze. Kostenlos. Ja. Großartig. Vielen Dank. Ja, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Erstmal vielen Dank für das Panel hier, das ist wirklich sehr hilfreich. Robert Bosse vom Ambrosia CSC. Ich hätte eine juristische Frage zu eurer Einschätzung. Und zwar angenommen, wir haben jetzt einen Verein und wir haben auch eine Location und die Location wurde lizenziert und die funktioniert schon. Und jetzt kommt die Stadt und sagt, ich mache jetzt einen Spielplatz davor. Oder es kommt eine Kita, die will ins Nebenhaus einziehen. Wer hat dann das Vorrecht? Was sind dann die Möglichkeiten, die man als CSC hat? Wie lange hat man die Genehmigung am Ende dafür? Das ist die Bestandsschutzfrage. Die Bestandsschutzfrage, sage ich ganz ehrlich, die habe ich noch nicht endgültig geklärt, weil das ist so ein Punkt, da gehen so ein paar Rechtsgebiete Hand in Hand mit einher. In meinen Augen, wenn mich jetzt mal... lass uns da später mal bitte drüber reden, weil das ist so eine Sache, da möchte ich jetzt als Anwalt nicht gerne Auskunft geben, weil das ist, sage ich mal, noch in der Entwicklung die Antwort.
Aber genau, das ist der Bestandsschutz. Ja. Man hat es ja zum Beispiel im Baurecht, wenn ich jetzt zum Beispiel im Außenbereich eine Schweinemastanlage habe, die extreme Emissionen verursacht, die dürfte ich niemals neben ein Wohnhaus bauen, weil ich störe den, der dort wohnt. Wenn ich jetzt dort eine Schweinemastanlage genehmigt habe und jemand möchte da hinziehen, kriegt der sein Haus wiederum nicht genehmigt, weil das würde dazu führen, dass mein Betrieb illegal wird, weil meine Emissionen ihm schaden würden und nach dem Emissionsschutzgesetz darf ich ihm nicht schaden. Deswegen darf er nicht dahin, weil er durch mich beschädigt werden würde sozusagen. Und das ist letztendlich eine Analogie, die ich ziehen würde, aber das steht in keinem Gesetz drin. Ich würde auch sagen, wichtig dafür ist, dass man halt schon eine Genehmigung hat. Also ich glaube, ab da an wird es auf jeden Fall viel sicherer. Also bis dahin rate ich den Leuten auch immer ein bisschen, ja, jetzt nicht, also man muss ja sowieso wegen Werbung und sowas aufpassen und sollte das auch nicht machen. Und dementsprechend muss man sowieso immer ein bisschen low profile bleiben. Aber mit den richtigen Leuten reden auf jeden Fall, aber jetzt nicht komplett das ganze Dorf scheu machen und vielleicht irgendwie einen Marsch durch die Stadt veranstalten, um dann vielleicht noch sowas zu provozieren. Ja. So, ich habe eine ganz kurze Frage zum Vernichtungskonzept. Wie gestaltet sich das denn? Also wenn ich jetzt 50 Gramm bei einer Ernte zu viel rauskriege, muss ich das sofort vernichten oder wie ist das? Nee, das gilt nicht auf die Monatsernten, das wird im Prinzip aufs Jahr gerechnet, weil so ja auch die Dokumentationspflichten sind. Generell ist es gut, einfach bis zum Vernichtungskonzept schon viel zu denken, zum Beispiel Haschischproduktion ist ja definitiv eine Sache, da wird viel mehr Material benötigt, das heißt, wenn ich schon sehe, dass ich überproduziere, dann kann ich auch Haschisch produzieren, weil ich dann im Endeffekt weniger Material vom Gewicht her habe. Das heißt, dann kann man vielleicht auch eine Vernichtung komplett verhindern, weil man es einfach verbraucht hat in dem Sinne. Und alles Weitere zum Vernichtungskonzept, muss ich sagen, das ist gar nicht so einfach. Also ich meine, wenn wir es jetzt einfach schreddern und draußen wegschmeißen, das ist ja ideales Material für vielleicht ein Joint oder sowas. Also das wird nicht gehen. Dementsprechend, wir arbeiten da selber noch so ein bisschen dran, weil Verbrennen ist auch so eine Sache. Das ist dann wieder baurechtlich und so schwierig und man darf es ja auch eigentlich nicht aus der Anlage rausbringen. Das Emission. Heißt, ja, Emission. Mhm. Ne, im Prinzip versorgt man dann das ganze Dorf mit kostenlosen Qualm und das ist ein schwieriges Thema. Wir sind im Moment wirklich am Überlegen, ob wir da vielleicht sogar so einen mobilen Service einrichten, der dann irgendwie vielleicht das auch chemisch regelt. Also, ne, weil irgendwie muss es halt hinterher anerkannt werden, dass es dann auch als vernichtet gilt. Das ist halt wichtig. Also wir sind da auch am Gucken, ob man vielleicht irgendwie mit Müllverbrennung oder sowas zusammenarbeiten kann, weil das habe ich gesehen, das hat die Polizei schon gemacht. Also den Vorgang gibt es schon. Die Polizei bringt Cannabis zur Müllverbrennung, um das dort zu vernichten. Das heißt, das wäre auf jeden Fall ein interessantes Thema, aber dann müsste man das mit der Transportlizenz, im Moment ist es im Gesetz nämlich nicht vorgesehen, dass man zu einer Müllverbrennung transportiert. Also das gibt es noch nicht. Das heißt, das ist so eine Sache, da muss man wirklich gucken. Sehe ich auch als großes Problem, weil es halt so schwammig ist, auch für die Leute zu Hause. Was mache ich, wenn ich zu viel habe? Ich kann es ja nicht einfach in den Müll schmeißen. Irgendjemand nimmt sich raus, der hat dann direkt auch wieder Straftatbestand an den Hacken und dementsprechend ja, ist ein kompliziertes Thema. Also die Empfehlung für Apotheken, wenn die zu viel oder abgelaufenes Cannabis haben, ist entweder das unter einer Abzugshaube zu verbrennen und dann die Asche in den Restmüll zu befördern oder das Ganze klein mahlen und zum Beispiel mit Kaffee oder Teepulver zu mischen. Was ich ganz, also sorry, aber wenn ich das in mein Vernichtungskonzept reinschreibe, das wird mir doch jede Behörde um die Ohren werfen. Also zum einen finde ich das ressourcentechnisch ziemlich problematisch, wenn man jetzt irgendwie Kaffee kaufen muss, um seinen Cannabis dann, also und am Ende kann ich da, glaube ich, interessante Sachen draus brauen, wahrscheinlich aus einem Cannabis-Kaffee-Gemisch. Ja, mittlerweile alles mit Cannabis, Getränke, also ne, warum auch nicht Kaffee? Also wenn man sich so den Cannabis-Kakao vorstellt, das ist jetzt noch Kaffee. Naja, genau. Ja, gerne die nächste Frage. Vielleicht keine Frage, aber ein Vorschlag zu der Vernichtung. In Kanada oder Holland wird das oft mit Katzenstreu vermischt, weil es geht ja darum, dass man eben nicht das fein gemahlene Cannabis dann in Joint malt.
Oder man kann das natürlich auch in Kompost machen, wenn es dann eben nicht mehr konsumfähig ist. Ne? Vor allem, wenn man es nass macht und so weiter, sind vielleicht gute Methodiken. Genau. Und ich denke gerade, sowas mit Kompost kann man auch mit Nachhaltigkeit im Antrag erklären, weil zum Beispiel Niedersachsen, da ist ja die Landwirtschaftskammer zuständig. Wenn man da mit Nachhaltigkeit kommt, ist vielleicht ein bisschen besser, wenn man bei anderen Behörden, die eher auf Gesundheitsschutz und so weiter vielleicht ihren Fokus legen, weil das denen ihre Daily Business ist, dann kann man da vielleicht eher auf, ja, oder bei Jugend, irgendwelche Jugendämtern, die da jetzt die Genehmigung übernehmen, vielleicht da eher den Fokus legen. Also würde ich immer gucken, was vielleicht die Landwirtschaft oder die Genehmigungsbehörde für eine Art ist und dann so ein bisschen den Fokus draufsetzen mit dem Vernichtungskonzept, Sicherheitskonzept und so weiter, weil die alle ja andere tägliche Probleme haben. Ja, und unbedingt wieder absprechen. Also bei der Behörde anfragen und nicht sagen, wie sollen wir es vernichten, sondern sagen zum Beispiel, mein Vorschlag wäre, das Ganze zum Beispiel mit einem Wasserspülmittel gemischt zu vermischen und dann zum Beispiel mit Erde oder so, weil ansonsten sehe ich wieder die Problematik, dass irgendjemand sich da was rausklaubt und so. Ja, absprechen, das ist mein Vorschlag, seid ihr damit d'accord? Und wenn die sagen ja. Und gut gerne Analogien ziehen. Ja, Dokumentation sowieso. Und gerne Analogien ziehen. Zum Beispiel eben sich darüber informieren, was machen Apotheken. Und Apotheken machen ja eh alles richtig. Deswegen kann man das als gute Argumentation. Hallo. Physische Welt hat ja viele Gefahren. Von Pilzgefall bis Datenschutz etc. pp. Unendlich viele. Was davon, die enge Selektion muss in das Sicherheitskonzept unbedingt rein, damit ich eine Genehmigung bekomme. Also Sicherheitskonzept hat erstmal nichts damit zu tun, wie die mikrobiologische Qualität deiner Pflanzen ist. Da geht es wirklich um handfeste Dinge, also Türen. Da haben wir uns jetzt noch drüber unterhalten. Im Gesetz steht einbruchssichere Türen und das gibt es ja gar nicht. Es gibt keine einbruchssicheren Türen, es gibt nur einbruchshemmende Türen. Also selbst ein Panzertür von 30 cm ist nicht sicher. Das heißt, wir haben letztens darüber gescherzt, dass das im Prinzip ein Versagungsgrund generell wäre. Also dass im Prinzip jede Behörde sagen könnte, nö, eure Türen gefallen uns nicht, die sind nicht einbruchssicher. Und es geht auf jeden Fall um Fenster, Türen. Bei Fenstern kann ich euch sagen, es ist billiger, die zuzumauern. Also Sicherheitsfenster sind extrem teuer. Und insgesamt geht es halt auch um die Ausgestaltung. Wer darf rein? Wie kommt man rein? Wie wird das überwacht? Wie wird die Wegnahme? Ne? Also einfach auch im Gesetz gucken. Ne? Es geht ja um die Wegnahme von Cannabis und auch darum, dass nicht Unbefugte, insbesondere Jugendliche, irgendwie da dran kommen könnten und sowas. Das heißt, es geht im Sicherheitskonzept viel darum, zu erklären, wie man gewährleistet, dass Sachen nicht passieren. Ja? Wie man eine Sicherheit herstellt, die hauptsächlich baulicher Natur ist, ne? Und Überwachung, also sowas halt, das ist halt so eine Sache. Vielleicht, dass man außen Kameras hat, sodass wenn ein Diebstahl in Vorbereitung ist, dass man vielleicht schon eine Meldung machen kann oder sowas, weil man es einfach schon sieht, wenn die Leute an die Tür kommen. Ne? Also da geht es viel darum, das halt gut zu vermitteln. Und das ist zum Glück eine der Sachen, die ist gar nicht so schwierig. Weil wenn eine Sicherheitsfirma die muss nicht unbedingt im Bereich Cannabis gearbeitet haben, um trotzdem ein relativ gutes Sicherheitskonzept schreiben zu können, was man dann selber mit der Erfahrung aus dem Cannabis-Bereich vielleicht so ein bisschen abdecken kann. Weil da gibt es ja auch so Sachen, die man auch aus anderen Ländern sehen kann. Ne? In den Niederlanden und Spanien, insbesondere weil der Grow im Illegalen passiert, gibt es ja eine Industrie, die sich auf das Leerräumen von Plantagen spezialisiert hat. Also das ist halt so eine Sache, die, und gerade Equipment, das sind große Werte, ne? Das ist auch ein Punkt, den ich an Containern immer schwierig finde, gerade wenn man den einfach aufs Feld steht. Irgendwann kommt jemand mit dem Abschleppwagen und nimmt den mit. Also das sehe ich auf jeden Fall kommen. Da habe ich tatsächlich aus NRW immer ziemlich große Bedenken von Mandanten, dass da Leute reinkommen und den die Installation abnehmen. Ja, gab es ja bei Photovoltaik auch. Ne? Also da wurden ganze Photovoltaikfelder wurden im Prinzip mitgenommen. Also das darf man nicht unterschätzen, was da für professionelle Gruppen im Hintergrund stehen bei sowas. Deswegen so ein Sicherheitskonzept für eine Anlage sollte schon Hand und Fuß haben. Ja, wir haben noch 10 Minuten. Wo gibt's denn noch Fragen? Alles schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Ihr könnt euch ja dann nochmal so in die 2 wenden.
gönnt ihr Mon 11 erstmal ein bisschen Pause, aber dann irgendwie nach der zweiten Session könnt ihr sie anquatschen, ja. Ja, hallo, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Ich habe hier eine Frage zu einer rechtlichen Einschätzung. Wir hatten ja hier auch gesagt, in NRW zum Beispiel wird vorgesehen, bis zu 3000 Clubs zu genehmigen. Ich wollte einfach mal fragen, sehen Sie aus rechtlicher Sicht da irgendeine Grundlage dafür? Im Gesetz steht ja keinerlei Begrenzung von der Anzahl her und ein Eingriff dürfte das ja schon sein. Im Gesetz steht eine Begrenzung und zwar auf 6000. Ein Club pro 6000 Einwohner können das die Behörden festlegen. Und ich denke, das ist eine Rechnung daraus in NRW. Also ich denke, dass sich die Regierung in NRW einfach die Einwohnerzahl von NRW zugrunde gelegt hat und dadurch vielleicht so ein bisschen eine Berechnung erstellt hat. Aber ich kann es nicht genau sagen, ich habe selber nicht nachgerechnet. Also in Hessen wurde das nämlich genauso gemacht, da kann ich es sicher sagen. Da hat man geschaut, wie viele Einwohner haben wir. Kommt ja auch darauf an, es ist ja immer landkreisabhängig, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, mit der musste ich mich schon Monate nicht mehr auseinandersetzen, weil ich sehe da keine Gefahr drin in dieser Obergrenze. Da haben letztes Jahr immer noch alle Angst gehabt, weil jeder dachte, jeder will jetzt einen Cannabis-Club gründen. Und jeder kriegt es auch hin, ja. Also generell muss man auch sagen, das ist auch wieder eine keine Zwangsbestimmung, also es ist nicht so, dass die Grenze ab 6000 sein muss, sondern die Behörde hat die Entscheidung, das einzuführen. Das heißt, es könnte auch sein, dass irgendwann dann mal gesagt wird, komm, das funktioniert so gut, wir lassen auch mehr zu. Ich würde nicht damit rechnen, weil tendenziell kann man in der Welt so ein bisschen rumgucken und sehen, dass meistens irgendwann die Genehmigungen nicht mehr gemacht wurden oder schwieriger wurden, wie in den Niederlanden und Spanien. Aber wir haben auch ein ganz anderes System hier, das muss man auch immer sagen. Ich finde den Vergleich manchmal auch ganz hinkend, wenn man versucht, die Niederlande oder Spanien mit Deutschland zu vergleichen, weil wir dürfen legal anbauen, die nicht. Deswegen gibt es in den Niederlanden und Spanien einen riesigen illegalen Markt, weil das Cannabis zwangsläufig aus dem illegalen Markt kommt. Dankeschön. Ja, auch hallo von meiner Seite aus. Ich hätte mal eine kurze Frage dazu. Wenn das Cannabis angebaut ist, wie überprüfen die Clubs das und wie wird das geregelt? Also gibt es externe Labore, wo praktisch nochmal das angebaute Weed getestet werden muss auf Schimmel oder den THC-Grenzwerte? Gibt es verschiedene schon Vorgaben? Also, ja, was denkt ihr darüber? Also momentan gibt es ja noch keine Grenzwerte. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass das Bundesministerium für, was ist das, Ernährung, Landwirtschaft oder sowas? Ich glaube, es war sogar Gesundheit. Dass die Grenzwerte festlegen können, wenn es der Gesundheitsschutz erfordert. Wahrscheinlich werden die das auch noch tun, aber aktuell gibt es keine Grenzwerte. Das heißt, darüber kann man auch nichts sagen. Momentan, alles, was der Verein testen muss, ist THC und CBD, weil das muss auf dem Bikepackzettel mit draufstehen. Das ist der momentane Stand. Wenn jetzt natürlich, was irgendwann wahrscheinlich kommen wird, die Grenzwerte eingeführt werden, ist halt die Frage, kann ein Club auf Mikroorganismen, Schwermetalle, Schimmelpilze und so weiter testen oder wird das Labor so viel kosten, dass es überhaupt keinen Sinn macht? Die Frage ist ja auch, es wird sehr viel Bedarf geben, das heißt, es werden auch entsprechende Angebote kommen. Das ist ja immer so. Ja, auch wie es mit dem Test hinterher aussieht, das ist so aus meiner eigentlichen Arbeit, da wird halt in der Elektrik wird halt viel gemessen. Das heißt, es gibt ja auch immer eine Fehlertoleranz und wir waren in Dresden, da wurde ein Messgerät vorgestellt, womit man halt den THC-Gehalt überprüfen kann. Finde ich eine sehr gute Sache. Das Problem ist nur, man muss immer bedenken, dass da ja auch eine Fehlertoleranz war. Ich glaube, bei dem Messgerät waren es 2% nach oben oder unten. Und die Sache ist, gerade jetzt bei den 18- bis 21-Jährigen, da wird es halt kritisch an dem Punkt. Wenn ich 10% halten muss, und wenn das wirklich eine fixe Grenze ist, und das ist es halt eigentlich laut Gesetz, dann muss ich im Prinzip dafür sorgen, auch mit einem Messgerät, dass ich dann eigentlich auf 7, irgendwas sicherheitshalber mal teste, weil sonst könnte ich den reißen. Und im Zweifel habe ich dann mit dem Test auf, ich sage jetzt einfach mal 8, weil es einfacher ist, habe ich dann halt nur 6%. Aber wenn ich jetzt auf 10 teste mit einem Messgerät, wird im Zweifel der Labortest was anderes sagen. Und das könnte halt wieder schwierig werden. Da habe ich vielleicht kurz eine kleine Gegenfrage an das Publikum dazu. Gibt es denn einen Club, der plant, unter 21-Jährige überhaupt reinzulassen? Ja, es ist halt wirklich schwierig, weil man damit halt Tür und Tor für Kontrollen öffnet. Ne? Ganz genau. Aber das ist auf jeden Fall eher nicht der Standard. Ich glaube, ich habe jetzt über 100 Vereine gegründet und ich glaube, einen einzigen Verein, der ist ab 20, weil die hatten halt ein Gründungsmitglied, das war erst 20 und sonst hätte das nicht mitmachen dürfen.
Und ansonsten ist ja die Frage, werde ich als 18-Jähriger in einen Club reingehen? Ich darf mich komplett abschießen mit Alkohol. Ich kann mit einem 500 PS Auto 400 km/h auf der Autobahn fahren. Ich kann in den Puff gehen. Ich kann alles machen in diesem Land. Und dann gehe ich in einen Club und dann sagen die, ja, hier, du kriegst das Kindercannabis, nicht das schwächeres. Also es geht ja auch ein bisschen darum, gerade Jugend oder junge Erwachsene in dem Alter neigen auch ein bisschen dazu, glaube ich, jetzt eher nicht tief ins Regal zu greifen. Nee, das und ist daher genau sehe ich tatsächlich für Vereine da eher mehr Risiken als Chancen, wenn sie unter 21-Jährige aufnehmen. Sonst haben wir eben genau diese Problematik. Am Ende meint es unser Gärtner besonders gut, Braut ein bisschen besser und dann haben wir 10,2%, da haben wir die CBD-Händler-Problematik. Kann uns die Genehmigung kosten. Also Jugendliche können, was heißt Jugendliche, also 18- bis 21-Jährige können halt zu Hause anbauen und haben dann die Begrenzung nicht und dementsprechend werden wahrscheinlich viele auch überlegen, ob sie überhaupt in den Club reingehen, wenn sie sowieso sehen wir es mal pragmatisch, ich hatte mit 20 auch irgendwelche Freunde, die mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder Jahr älter waren, dann fragt man denen doch einfach, hey, du rauchst nur 20 Gramm im Monat, ich vielleicht auch, mach mal eine 40 Gramm Mitgliedschaft und gib mir die Hälfte so, also das sehe ich nicht den Riesenmarkt dafür, aber vielleicht nochmal zu den Fragen weiter, wenn wir jetzt nur... Ja, eine Frage haben wir noch. Genau, vielen Dank schon mal für die ganzen Informationen. Könnten Sie vielleicht noch einmal zusammenfassen, was jetzt die Gründungsschritte jetzt wären? Sie sagten, wann man die Immobilie sucht, also man soll zuerst. Ich könnte es vielleicht ganz schnell mal versuchen, aber kann ich wirklich viel zu ist sagen. Ein guter Abschluss. Also Verein gründen, Immobilie suchen, in der Zeit aber auch schon am besten die Führungszeugnisse und anderen Sachen vorbereiten, die Konzepte vorbereiten. Die wichtigsten Schritte sind wirklich der Verein und die Immobilie, weil das halt wirklich entscheidend ist. Bei der Immobilie darauf achten, dass die so gut wie es geht passt und dann auch wirklich schon einkalkulieren, muss ich eine Nutzungsänderung machen, muss ich die Elektrik anpassen und so weiter und so fort. Aber wichtig, fang mit dem Verein an, geh hin zur Genehmigung und danach kann man über vieles nachdenken, dann kann man vieles noch weitermachen. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann sind wir hier durch. Nach der Pause, halbe Stunde Pause, geht es hier auch weiter mit der nächsten CSC-Session. Auch wieder mit einem Rechtsanwalt. Genau, dann erstmal schöne Pause. Quatscht die nachher gerne noch an. Ja, vielen Dank. Danke.